Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Playendes Kaninchen. Und wir können, müssen, sollen, wie auch immer, mal wieder über den Heilkleriker-Bild reden. Wie habe ich meinen Heilkleriker gebaut und warum habe ich das so gemacht? Das möchte ich euch in diesem Video erklären. Der Combat Rework ist zwar noch recht frisch und er wird auch noch fleißig weiter gebalanced und gepatcht und an vielen Stellschrauben gedreht. Der große Vorteil als Heiler ist aber, das werden wir im Verlauf des Videos sehen, dass wir ziemlich wenig darauf angewiesen sind, wie die Werte von anderen sind. Wir müssen uns nur um unsere Werte kümmern und deswegen ist da die Wahrscheinlichkeit, dass dort noch irgendwie große Änderungen geschehen, sehr, sehr gering. Und deswegen können wir uns das schon mal anschauen. Und ich möchte in diesem Video ein bisschen erklären, wie und warum ich mich für die ein oder andere Richtung entschieden habe. Wie immer gilt in den Videos, dass ich nicht der Weisheit letzter Schluss bin. Ich habe den Kleriker so gebaut, dass er für mich passt. Und es kann gut sein, dass das für euch nicht so passt oder dass ihr sagt, ich kann darauf verzichten oder ich muss da ein bisschen mehr packen. Das ist völlig in Ordnung, denn jeder muss Neverwinter so spielen, dass er oder sie Spaß daran hat. Und das ist für jeden Einzelnen funktioniert. Das heißt, nehmt euch aus diesem Video mit, was für euch Sinn macht und was für euch auch funktioniert und alles andere passt ihr an euch an. Das ist völlig in Ordnung. Deswegen würde ich euch auch bitten, wenn ihr Fragen habt zu Dingen, die ich hier vielleicht nur am Rand streife oder die ich nicht ausführlich für euch genug erkläre, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr andere Ideen habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Dann können andere, die vielleicht sagen, in die Richtung hat mir das jetzt noch nicht ausführlich genug gereicht, in die Kommentare gucken und vielleicht finden wir denn dort eine schöne gemeinsame Übersicht über alles, was den Heilkleriker so betrifft. Vieles, was ich sage, wird natürlich auch für andere Heilerklassen gelten. Das steht außer Frage, denn Heilung funktioniert in Neverwinter ja relativ ähnlich durch Paladine, Kleriker und Hexenmeister hindurch. Und auch bestimmte Aspekte, gerade der Anfang, werden wir gleich sehen, gilt für alle Klassen. Ich werde auch Timestamps setzen, sodass ihr einfach hin und her springen könnt. Wenn ihr euch irgendetwas nicht interessiert, dann könnt ihr das einfach überspringen. Oder falls ihr nochmal etwas sehen wollt, könnt ihr das auch nochmal anschauen. Wir werden am Anfang erst einmal ein wenig über die Werte im Allgemeinen reden müssen. Denn das Combat Rework hat uns ja doch auch viel Neues gegeben. Gerade die Transparenz in den Werten ist in meinen Augen sehr schön, kann aber natürlich den einen oder anderen noch ein wenig überfordern. Deswegen möchte ich ganz kurz noch einmal darauf eingehen. Das heißt, das gilt jetzt erst einmal für alle. Wie funktioniert das jetzt mit den Werten? Was ist wichtig? Und wie kommen wir dorthin? Das werden die ersten Abschnitte sein. Dann gucken wir uns ein bisschen die Gefährten, die Segen und die Reittiere noch an. Und natürlich zwischendurch auch ein bisschen die Kräfte des Heilers, denn darum geht es ja beim Heiler, ne? Aber wie gesagt, findet ihr alles in den Timestamps. So, Werte. Wie ist das jetzt mit den Werten? Der wichtigste Wert überhaupt für alle Klassen, für alle Richtungen ist jetzt neuerdings die Gegenstandsstufe. Denn die ist der Dreh- und Angelpunkt aller anderen Einflüsse, aller anderen Werte und allem, was ihr tut, hängt im Endeffekt von der Gegenstandsstufe ab. Je höher, desto besser, denn die Lebenspunkte, die ihr jetzt habt, werden direkt aus der Gegenstandsstufe berechnet. Bedeutet, eure Gegenstandsstufe mal 10 sind eure Lebenspunkte. Je nachdem, ob ihr noch Tank oder Heiler spielt, kriegt ihr entsprechend ein bisschen mehr. Heiler 10%, Tanks 20% mehr Lebenspunkte, Damage Dealer haben nur ihre Gegenstandsstufe mal 10. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel die Gegenstandsstufe von Pi mal Daumen 49.000. Heißt, mal 10 wären das 490.000 und dann kriege ich ja nochmal entsprechend 49.000 dazu, bin ich bei etwa, ganz grob überschlagen, 550.000 und ihr seht, dass da noch ein bisschen Diskrepanz ist. Ihr habt also auch die Möglichkeit, nochmal ein bisschen an der Schraube dran zu drehen, aber es sind nur 100.000 mehr Lebenspunkte, nur in Anführungszeichen, aber es sind nur 100.000. Der Großteil der Lebenspunkte kommt rein aus der Gegenstandsstufe. Genauso wie beim Schaden. Euer Schaden, das was ihr also sowohl beim Gegner an Damage anbringt, wie aber auch an Heilung bei euren Freunden, das wird entsprechend fast ausschließlich über eure Gegenstandsstufe jetzt definiert. Nicht mehr über die Waffe. Eure Waffe bringt keinen Schaden mehr, sondern nur noch Gegenstandsstufe. Und damit alles, was irgendwie Gegenstandsstufe erhöht, bringt euch mehr Lebenspunkte und mehr Schaden. Der Schaden auch Gegenstandsstufe in diesem Fall durchziehen. Damage Dealer machen natürlich 20% mehr und Heiler kriegen 10% mehr. Heißt also bei meinen 49.000 durch 10 sind 4.900 und dann noch einmal 490. Und da seht ihr, das passt schon sehr genau. Das sind etwa 5.400 Schaden.
Das ist der Grundstock an Schaden und Heilung, die ich anbringen kann. Das wird natürlich noch modifiziert durch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, welche Fähigkeit einsetze. Die haben ja dann nochmal entsprechend Schadenstärken oder Heilungsstärken. Und auch durch meine Hauptwerte. Und hier kann natürlich ein bisschen Verwirrung im ersten Moment kommen, aber wenn man das einmal verstanden hat, sagt man, hey, das ist super. Was euch auffallen wird, ist, dass das bunt ist und dass es zwei Sorten von Werten gibt. Wir gucken uns erst einmal die gesamte Werte an, diese Prozente. Diese Prozente geben nämlich den Bonus an, der euch in den verschiedenen Situationen gegeben wird. Am leichtesten ist es, glaube ich, zu erklären mit dem kritischen Trefferwert. Kritischer Trefferwert gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Angriff oder eine Heilung entsprechend krittet. Also, dass ein kritischer Schaden oder eine kritische Heilung angerichtet wird. Wenn ich hier 62,5% stehen habe, bedeutet das, dass 62,5% meiner Angriffe, also 6 von 10 Angriffen, die ich mache, oder 6 von 10 Heilungen, die ich mache, ein kritischer Erfolg sind. Wenn ich 90% habe, 90% ist das Cap, mehr als 90% geht nicht, machen entsprechend 9 von 10 Angriffen oder Heilungen einen kritischen Erfolg. 90% ist in jedem der Werte, die wir hier haben, das Cap. Drüber geht es nicht. Wie setzen sich diese 90% zusammen? Aus zwei Richtungen. Einmal aus meinen konkreten, absoluten Werten, wenn wir mal mathematisch korrekt sein wollen, aus den absoluten Werten, die wir hier vorne haben. Diese absoluten Werte ergeben sich aus unserer Ausrüstung, aus unseren Verzauberungen, aus unseren Insignien. Und die können maximal 50% in unserer Gesamtwertung, in diesen Gesamtprozenten, ergeben. Das seht ihr jetzt zum Beispiel bei meiner Kraft. Da seht ihr das, da steht Wertebeitrag 50% in Klammern Max. Alles, was ich jetzt noch weiter in Kraft reinstecken würde, würde also überhaupt gar nichts bringen. Und da steht da sogar, ich bin schon zu viel in Kraft. Ich habe jetzt schon zu viel Kraft. Absolutpunkte, und zwar genau 285 Punkte. Das ist sehr schön, dass es mit Farben zum einen arbeitet. Ich sehe sofort, ah, guck mal, hier, mein Wertebeitrag ist super, aber mein absoluter Wert ist zu hoch. Da muss ich ein bisschen was runternehmen, oder in diesem Fall kann ich es auch lassen. Und dann kann ich das entsprechend anpassen, wie ich das möchte. Die restlichen 40% müssen aus der anderen Richtung kommen. Ich kann also maximal 50% entweder aus den Wertebeiträgen, aus den absoluten Werten bekommen, oder 50% aus den anderen Beiträgen. Und das ist so ein bisschen schwammig formuliert an dieser Stelle. Andere Beiträge sind wirklich relative Prozentwerte, die aus verschiedenen Quellen, wie zum Beispiel Gefährtenboni, kommen können, aus Segen oder auch aus Ausrüstungseffekten. Es gibt ja bestimmte Ausrüstungen, die einen Bonus haben, an dem Prozente steht. Das heißt, immer wenn ihr jetzt irgendwo etwas seht, wo eine Prozentzahl steht, zum Beispiel im Tiamat-Set, dort ist der Set-Bonus, erhöht die gewirkte Heilung um 5%. Das heißt, dass bei gewirkter Heilung mein anderer Beitrag um 5% höher ist. Also diese 25,3%, die jetzt dort stehen bei anderen Beiträgen, 5% davon kommen aus dem Tiamat-Set. Und damit kann ich entsprechend bis auf 90% maximal hochgehen. 50% aus dem einen, 40% aus dem anderen oder 45 oder irgendwie, wie ich da entsprechend das vermischen möchte. Ihr werdet es vermutlich nicht schaffen, in allen Werten, die ihr haben möchtet, auf 90% zu kommen. Das ist utopisch. Es gibt Leute, die schaffen das. Es gibt Möglichkeiten, das zu schaffen. Es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr, sehr schwer und es ist auch sehr, sehr teuer, muss man sagen. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel Bafu damit viel, viel relevanter geworden, weil wir damit auch nochmal bestimmte Prozente pushen können oder bestimmte Werte, die uns noch fehlen. Also, da sie haben wieder einiges gemacht, um ein paar Richtungen interessanter zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, bei den relativen Werten ist ganz klar, 5% sind 5%, ne? Hier bei unserer gewirkten Heilung, da steht beim Tiamat-Z, da steht 5%, also sind hier entsprechend in den anderen Beiträgen 5% angekommen. Das ist relativ simpel. Wie kommen jetzt aber die 50% aus den Wertebeiträgen zustande? Also aus den absoluten Werten. Wie werden absolute Werte in relative Werte umgerechnet? Und das hängt auch wieder mit eurer Gegenstandsstufe zusammen. Denn wenn euer absoluter Wert in kritischen Trefferwert genauso groß ist wie eure Gegenstandsstufe, dann habt ihr entsprechend 50% Wertebeitrag. Wenn ihr weniger habt, für immer für 1000 Wert, absoluten Wert unter eurer Gegenstandsstufe, verliert ihr 1%. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht 49.000 kritischen Trefferwert hätte, sondern zum Beispiel nur 48.000, dann hätte ich nicht 50%, sondern 49%, weil ich 1000 Wert drunter wäre. Bei
47.000 wäre ich entsprechend schon 2% drunter. Und so weiter und so weiter. Ich kann also genau ausrechnen, wenn ich jetzt zum Beispiel nur 38.000 kritischen Trefferwert hätte, würden mir 10.000 absolut Wert fehlen, also hätte ich 10% weniger. Okay, gut. Ein wichtiger Hinweis, wenn ihr euch die Werte anschaut und guckt, wo ihr vielleicht noch Raum habt, wo ihr etwas wegpacken müsst oder wo ihr noch mehr Pferde hinpacken müsst. Befindet euch im Kampf. Denn es gibt ganz, ganz viele Ausrüstungsgegenstände oder Reittierboni, Gefährteneffekte, tralala, die nur im Kampf aktiv sind. Und das seht ihr nur dann, wenn ihr euch entsprechend auch im Kampf dann befindet. Das könnt ihr aber auch ganz einfach machen, ohne euch in Gefahr zu begeben, indem ihr in Protector's Enclave, in der Gildenfestung, wo auch immer an so eine Zielattrappe geht und dann einfach angreift. Greift ihr ein bisschen an, sodass euer Gefährte auch sich mit im Kampf befindet und dann guckt euch eure Werte an. Und dann seht ihr plötzlich, dass die nämlich ganz anders sind. Also, ich befinde mich jetzt gerade mal nicht im Kampf. Ihr seht, ich habe jetzt hier 285 Kraft zu viel. Wenn ich mich jetzt aber im Kampf befinde, steigt meine Kraft doch ein wenig an. Und selbst das ist noch nicht alles, denn es gibt noch verschiedene Effekte. Ihr seht, dass es noch eine ganze Weile weiter steigt. Das hat was damit zu tun, dass vor kurzem noch Kraft das Nonplusultra war. Und dementsprechend ganz, ganz viele Ausrüstungen in die Kraftsparte gingen, dass sie immer mehr Kraft bringen sollte. Und deswegen müssen wir jetzt ein wenig damit leben, dass wir immer noch diese Ausrüstung haben. Schaut also, dass ihr euch im Kampf befindet, um zu entscheiden, ob ihr noch Dinge wegbringen müsst oder nicht. Ein bisschen Schwund ist immer. Ihr könnt nicht auf genau Null gehen. Also ihr könnt nicht sagen, okay, diese 285 Punkte, die kriege ich auch noch weg. Ein bisschen Schwund ist immer. Versucht da ungefähr in dem Rahmen eurer Gegenstandsstufe zu sein. Weil wenn ihr seht, dass ihr da irgendwie 7000 Punkte drüber seid im Kampf, wisst ihr, da kann ich auf jeden Fall noch irgendwie eine Verzauberung austauschen oder eine Insignie oder sowas. Das haben wir abgehandelt, lang genug. Jetzt kommen wir zu unseren konkreten Sachen. Heiler. Jetzt wollen wir mal gucken, was ist für den Heiler wichtig. Als Heiler habe ich ja gesagt, das Schöne ist, wir müssen uns nur um unsere Werte kümmern. Und da gibt es im Prinzip 4 bis 5 Werte, die wir im Blick haben müssen. Alles andere können wir erst einmal ignorieren. Außer ihr sagt für euch, okay, ich habe da und da noch Lücken. Ganz, ganz wichtig ist die Kraft. Kraft ist eigentlich so der Hauptwert, den ihr steigern müsst. Denn Kraft geht direkt in eure Heilung. Also wenn ihr zum Beispiel 10.000 Heilung machen würdet, 10.000 Lebenspunkte heilen würdet und ihr hättet dann 50% Kraftbonus hier hinten, würdet ihr 50% mehr heilen. Also nicht 10.000, sondern 15.000. Dementsprechend sollte euer Fokus natürlich darauf liegen, die Kraft hier auf möglichst 90% oder so nah wie möglich an 90% ranzukommen. Das nächste, was sehr, sehr wichtig ist, logischerweise auch die gewirkte Heilung. Eigentlich sind die beiden gleichwertig, weil sie ungefähr gleich wirken. Sie erhöhen die Menge an Heilung direkt. Problem ist aber, dass ihr gewirkte Heilung, werdet ihr sehen, viel, viel schwieriger erhöhen könnt als Kraft. Deswegen würde ich den Fokus eher auf die Kraft legen und wann immer es geht, auch gewirkte Heilung mit rein, aber es geht halt nicht immer. Und dann, wenn diese beiden Werte so im Fokus standen, gibt es noch die logischerweise kritischen Trefferwert und den kritischen Schaden. Denn der kritische Trefferwert bestimmt, wie häufig eine Heilung ein kritischer Erfolg ist. Und der kritische Schaden gibt an, wie hoch dann die zusätzliche Heilung ist, wenn ich kritte. Also jetzt würde ich zum Beispiel in 62,5% aller Heilungen eine kritische Heilung machen, die dann etwa 80% mehr heilt, als sie normal heilen würde. Logischerweise kann man dann aber auch sagen, dass es wichtiger ist, den kritischen Trefferwert und die kritischen Schaden so im Gleichklang so zu versuchen zu steigern und nicht einen total in die Höhe zu ziehen. Das bringt gar nichts, wenn ich sehr, sehr häufig kritte, aber das gut wie gar keinen Effekt hat. Und es macht auch in meinen Augen relativ wenig Sinn, selten zu kritten, aber wenn ich dann kritte, dann sehr, sehr viel Heilung zu machen, weil dann habe ich enorme Peaks, aber ich möchte ja eigentlich eher eine konstante, sichere Heilung haben. Wenn ich einen Heilungsskill anwende, möchte ich auch sicher sein, dass genügend Heilung ankommt. Und nicht mal 5 und mal 5 Millionen Heilung anbringen. Mal übertrieben formulieren. Und dann gibt es noch einen 5. Wert. Und dieser 5. Wert, der steht im Prinzip in meinen Augen außen, weil er alles überschattet. Und das ist die Wehrhaftigkeit. Die Wehrhaftigkeit ist ein neuer Wert, der die Attribute steigert oder die Hauptwerte steigert, die für eure Klasse relevant sind. Und das heißt, jede Klasse und jeder Vorbildpfad wird dort andere Werte gesteigert bekommen. Beim Heiler, Kleriker ist das Göttlichkeitsregeneration, kritischen Trefferschaden und warum auch immer Robustheit. Robustheit kann man eigentlich völlig ignorieren, muss man ernsthaft sagen. Aber ist halt so.
Aber wie hiermit, je höher unsere Wehrhaftigkeit ist, desto höher ist unsere Göttlichkeitsregeneration. Und da scheitert es ja bei vielen Kämpfen, dass wir plötzlich einfach keine Göttlichkeit mehr haben. Deswegen sollte man immer versuchen, auch Wehrhaftigkeit mehr zu steigern, wo es geht, auch Wehrhaftigkeit, damit wir unsere Heilung häufiger an den Mann oder an die Frau oder an den Ork oder an den Zwerg bringen können und natürlich auch den kritischen Chef-Trefferschaden damit erhöhen. Das heißt, einfach mit Wehrhaftigkeit erhöhe ich zusätzlich auch noch den hinteren Betrag, also den anderen Beitrag vom kritischen Trefferschaden. Fantastisch. Wie kriegen wir das hin? Dazu gucken wir uns als allererstes die Attribute an. Die Attribute sind natürlich ein bisschen angepasst. Charisma bringt jetzt entsprechend Wehrhaftigkeit und wie ihr seht, bin ich bei den Eigenschaften ein wenig Min-Max gegangen, würde ich sagen. Also ich habe alles in Charisma und alles in Weisheit gepackt. Warum? Charisma bringt entsprechend Wehrhaftigkeit. Je mehr Charisma, desto mehr Wehrhaftigkeit, desto mehr Göttlichkeitsregeneration und desto mehr kritischen Trefferschaden habe ich. Außerdem noch Wiederaufladetempo. Wiederaufladetempo ist gerade gut für unser göttliches Leuchten, dass wir das möglichst häufig anwenden können, um unsere Göttlichkeitsregeneration noch weiter zu steigern. Als nächstes dann natürlich die Weisheit auch total im Vordergrund, denn das erhöht unsere gewirkte Heilung. Gewirkte Heilung ist super schwer zu steigern und deswegen habe ich dort alles reingepackt, was geht, um irgendwie an ein paar Prozentpunkte ranzukommen. Man könnte natürlich auch, wenn ich merke, ich habe ein paar Probleme, kann man natürlich auch Lebenspunkte steigern. Das geht natürlich auch. Oder kritischen Trefferschaden könnte man mit Schick entsprechend erhöhen, wenn ihr da Probleme habt und sagt, okay, das ist mir wichtiger, ich möchte eher noch kritischen Trefferschaden rausholen. Das könnt ihr auch machen. Ne? Das ist das, was ich meine. Schaut, dass ihr das verteilt, wie für euch das am meisten Sinn macht. Die Ausrüstung und Verzauberung und Artefakte und alles sowas. Ich werde kurz erklären, worauf ich geachtet habe, aber ich werde euch nicht sagen, nehmt dieses Item oder dieses Item ist das Beste. Das hat verschiedene Gründe, denn der Hauptaspekt ist natürlich, ihr müsst gucken, was eure Geldbörse hergibt und was ihr bekommen könnt. Wie ihr seht, habe ich auch durch das Nonplusultra. Da ist noch Raum nach oben und das liegt einfach daran, dass ich bestimmte Sachen einfach noch nicht die Chance hatte, sie im Dungeon zu droppen oder entsprechend nicht das Glück hatte oder nicht genügend Astraldiamanten. Es ist auch nicht so wichtig, dass wir jetzt auf die einzelnen Aspekte eingehen, dass ihr sagt, okay, ich muss jetzt unbedingt das haben, weil wichtig, ihr wisst, welche Werte ihr pushen müsst. Darauf, diese Werte müsst ihr achten, dass ihr entsprechend Kraft, kritischen Trefferwert, Trefferschaden und Wehrhaftigkeit entsprechend in den Sachen habt. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich in meine Unterstützungsplätze immer die dunklen Verzauberungen reinpacke, weil diese bringen Wehrhaftigkeit. Das packe ich immer rein. In jeder meiner Unterstützungsplätze ist entsprechend eine dunkle Verzauberung, um Wehrhaftigkeit zu steigern. Und dann auch mit den Ausrüstungen habe ich darauf geachtet, dass sie die Werte natürlich pushen und man kann natürlich auch immer bei diesen Anlegeboni, bei den Effekten, die die Ausrüstung haben, schauen, dass sie uns entsprechend Nützliches geben. Bei den Hörnern des Goristus als Beispiel, wenn ich mit einer Heilung mehr als 10% meiner Lebenspunkte irgendwie heile, dann wird mein kritischer Trefferwert um Prozente erhöht. Und das ist ganz gut, weil ich weiß, dass ich noch nicht hier in der Nähe der 90% bin. Ihr seht auch, dass ich hier noch einiges zu tun habe. Also, ich sage auch nicht, dass ich schon fertig bin. Ich bastle auch noch rum. Ne? Und ich sage euch gerne, in welche Richtung ich noch weitergehen möchte und wieso. Aber ihr seht, bei mir ist noch Raum nach oben. Das heißt aber nicht, dass ich ja noch nicht erklären könnte, wieso das so ist. Also, das solltet ihr natürlich auch ein bisschen im Auge behalten. Nicht einfach nur auf die Werte gucken. Werte gibt es genügend andere Möglichkeiten. Es gibt bestimmte Ausrüstungen, die sehr, sehr nützliche Boni haben, die gerade diese anderen, die relativen Werte erhöhen. Was ihr auch noch seht, ist die Modifikation, das sind Rüstungsverstärkungen. Damit könnt ihr auch nochmal so letzte Punkte rausholen, die euch fehlen. Die könnt ihr euch entweder selbst herstellen in der Werkstatt, falls ihr eure Werkstatt weit genug aufgewertet habt, oder ihr kauft sie euch einfach im Auktionsmarkt. Gibt es hier unter Verbrauchsgüter Rüstungssätze. Dort findet ihr die ganzen verschiedenen Rüstungssätze und die wirklich guten heißen alle irgendwas mit Große. Oder Groß kann man, glaube ich, nehmen, das geht auch. Da findet ihr dann alles möglich. Es gibt welche, die Kraft erhöhen. Wichtig ist, 24 Gegenstandsstufe ist das höchste, was es momentan gibt, mit 880 Punkten. Die gibt es in Trefferpunkten. Damit könnt ihr entsprechend auch eure Ausdauerregeneration ein bisschen erhöhen, wenn ihr das unbedingt möchtet, falls ihr zum Beispiel das als Paladin oder als Tank entsprechend noch braucht. Und dann gibt es alles mögliche. Es gibt Kampfvorteil, es gibt Verteidigung, was euch... Also damit könnt ihr nochmal so die letzten
Nuancen an Punkten rausholen. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, wo ihr die draufpacken könnt. Ne? Da steht auf Nacken, Hüft, Ring, tralala. Da einfach ein bisschen Auge drauf haben. Die anderen Verzauberungsplätze, die solltet ihr entsprechend dann so besetzen, dass ihr euch die Werte nachgebt, die euch fehlen. Das könnt ihr zum Beispiel mit Einzelwertverzauberung machen, wie Zobrandzeichen, Lichtverzauberung, dunkler Verzauberung etc. pp. Die bringen auf dem höchsten Rang 300 des Werts und 180 kombinierte Werte. Kombinierte Werte sind sozusagen der Grundstock aller Werte. Also alle Werte haben ein Mindestmaß an Wert. Den sieht man vor allen Dingen hier unten bei denen, die wir nicht direkt steigern können. Es gibt keine Möglichkeit, diese Werte hier unten als absolutes zu steigern. Und da seht ihr, die sind alle auf 33.585. Das heißt, wenn ich meine kombinierten Werte hier erhöhe, weil ich dort etwas reinpacke, was mehr kombinierte Werte hat, steigere ich indirekt auch meine gewirkte Heilung mit. Das sind so die einzigen Möglichkeiten, diese Werte hier vorne, die absoluten Werte, zu steigern. Warum erzähle ich das? Das hat was damit zu tun, es gibt ja auch 3-Wert-Verzauberungen. Also Verzauberungen, die 3 Werte direkt pushen, wie zum Beispiel die Schwarzeis-Verzauberung. Und diese bringt insgesamt auf die Werte, hier Verteidigung, Robustheit und Crit-Vermeidung, mehr. Eine Einwertverzauberung würde 300 Punkte bringen auf Rang 15. Eine Dreiwertverzauberung bringt 480 Punkte. Das heißt, ich kann natürlich damit viel mehr Werte insgesamt erhöhen, aber die kombinierten Werte sind niedriger. Ihr seht, die sind nämlich nur 168 Punkte. Das heißt, da müssen wir irgendwo ein wenig den Mittelweg finden, oder ihr wählt für euch das aus, was ihr bekommen könnt oder wirklich noch braucht. Wenn wir hier schon mal gerade bei dem Sherpa Tiamat sind, gehen wir ein bisschen kurz auf Artefakt ein, auf die Artefaktausrüstung. Das Tiamat-Set ist super alt. Also das ist wirklich eines der ältesten Artefakte oder Artefakt-Sets, was es gibt. Und ihr seht das auch an der Gegenstandsstufe. Die ist wirklich, wirklich schlecht. Zum Vergleich, was ich vorher hatte und was ich bei meinem Damage-Pfad entsprechend nutze, das ist das Vivant-Set, was 980 Gegenstandsstufe hat. Und wir wissen ja, Gegenstandsstufe ist eigentlich gut und wichtig. Warum verzichte ich auf 400 Gegenstandsstufe? Das sind immerhin 40 Schaden und 4000 Lebenspunkte, die mir hier einfach nur durch den Gürtel fehlen. Gleiches auch nochmal beim Umhang, nochmal 400. Warum mache ich das? Das liegt einfach daran, dass der Set-Bonus und auch der Wertebonus, hier entsprechend Weisheit und Charisma, genau die sind, die wir brauchen. Weisheit und Charisma ist das, was ich ja auch hier schon forciert hatte. Das heißt, das wird nochmal durch die Schärpe erhöht. Wäre hier entsprechend andere, da wäre es Geschicklichkeit und Intuition. Und der Set-Bonus erhöht unsere gewirkte Heilung um 5 relative Prozentpunkte. Wir kommen schlecht ran. Außerdem kriegen wir auch nochmal empfangene Heilung erhöht, das heißt, wir heilen uns selbst nochmal ein bisschen mehr. Das ist auch ganz cool. Schauen wir mal in Charandar, im neuen Modul, Modul 20. Wird es vermutlich kein neues, besseres Artefakt-Set für Heiler geben. Soweit ich das bisher mitbekommen habe, wird es eins geben, was gerade für Paladine sehr, sehr gut ist. Aber für uns entsprechend nicht. Wir müssen also mit dem leben, was wir da haben. Das ist relativ teuer momentan. Falls ihr die Möglichkeit habt, wartet ein bisschen ab. Der Preis wird, schätze ich mal, fallen wieder in nächster Zeit. Momentan haben wir ja ein bisschen Inflation aufgrund der Möglichkeit, dass wir die Lichtverzauberungen, die Bindungsruhensteine in Astraldiamanten umwandeln können und auch die Gefährten-Erfahrungsschriftrollen auch in Astraldiamanten umwandeln können. Deswegen ist da ein bisschen Inflation. Einfach vielleicht ein bisschen warten, falls es möglich ist. Aber das habe ich entsprechend gewählt. Dazu gehört natürlich auch hier die Tiamat-Sphäre der Hoheit, die das Ganze ergänzt. Auch die Werte sind natürlich im Vergleich viel, viel schlechter. 450 zu 300 Gegenstandsstufe und auch die Werte, die absoluten Werte, die hier gepusht werden, sind entsprechend geringer, aber es sind halt diese 5%. Da muss man ein bisschen, ein bisschen hin und her schichten. Bei den Artefakten wählt ansonsten die, die euch genau die Werte bringen, die ihr braucht. Das heißt entsprechend Crit, Trefferschaden, das, was halt so nötig ist. Die andere Sache ist, dass ihr beim primären Artefakt etwas nehmen solltet, was eurer Gruppe hilft. Ihr seid nicht dazu da, Schaden zu machen. Das heißt, es bringt gar nichts, wenn ihr irgendwie ein Artefakt habt, was den Schaden von euch erhöht. Das ist nicht eure Aufgabe, den Schaden beim Gegner. Oder die Schadensresistenz des Gegners für euch reduziert. Das bringt auch nichts. Wichtig sind Dinge, die zum Beispiel die Verteidigung der Gruppe verbessern oder die Schadensreduktion der Gegner für alle Verbündeten
senkt, dass alle mehr Schaden machen oder irgendwie was in diese Richtung. Guckt, dass ihr da irgendwas wählt, was eurer Gruppe hilft. Ihr seid Supporter. Die anderen Ausrüstungen, wie gesagt, will ich nicht im Detail eingehen, denn es ist ja auch eine Frage, was in den nächsten Modulen kommt. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, ist die Ausrüstung, selbst die jetzt Best-in-Slot-Ausrüstung, schon überholt. Das mag gut sein, dann wäre es total sinnlos, wenn ich euch jetzt sagen würde, nehmt diese Rüstung. Macht keinen Sinn. Schaut auf die Werte, schaut auf den Anlegebonus, dass er euch die Werte bringt, die Prozentwerte bringt, die euch fehlen, und ergänzt den Rest entsprechend mit Verzauberungen und Modifikationen bzw. Rüstungsverstärkung. Da wir gerade uns ja mit den absoluten Werten beschäftigen, wollen wir uns mal anschauen, wie wir die noch steigern können. Und das sind unsere Reittiere. Bei den Reittieren gibt es zwei Wege, die zu pushen. Zum einen ist das unsere Reittierkraft, die wir auswählen können. Wählt hier, je nachdem welche Reittiere ihr habt, welche Stufe die haben, welche die euch die nötigen Werte geben. Ich habe mir Grimmige Raubjäger gewählt, weil ich damit Kraft und kritischen Trefferschaden bekomme, die mir entsprechend noch fehlten. Ihr könnt aber hier alles mögliche, es gibt dominierende Energie, falls euch noch Kraft fehlt und und. Schaut, dass ihr entsprechend da auch bei diesem Reittier dann, dass euch diese Kraft gibt, die Qualität erhöht. Denn je höher die Qualität dieses Reittieres, desto höher ist der Effekt, den diese Reittierkraft bringt. Falls ihr euch nicht ganz sicher seid, welches Reittier das ist verständlich, denn es ist hier nicht angegeben. Ich habe in die Videobeschreibung eine fantastische Übersicht gelegt von Rainer, der sich die Mühe gemacht hat, so schnell auf die Schnelle seine ganzen Informationen in eine Google Docs Seite reinzupacken. Und dort findet ihr wirklich alles. Da findet ihr alle Verzauberungen, was die bringen. Da findet ihr alle Reittiere, alle Gefährten, alle Waffenverzauberungen. Alles, was es gibt an Werten, findet ihr dort. Ihr werdet erstmal erschlagen und es ist auf Englisch, aber mit ein bisschen Google, mit ein bisschen DeepL oder Leo werdet ihr herausfinden, was das entsprechend übersetzt heißt, falls ihr nicht so gut im Englischen seid. Und dann könnt ihr genau sagen, okay, dominierende Energie, das brauche ich, aber das habe ich nicht hochgestuft. Welches Reittier ist das? Guckt ihr einfach bei Rainer rein und dann findet ihr das raus. Die andere Möglichkeit sind Insignien. Bei den Insignien gibt es zum einen die selbst einfach, welche Insignie packe ich rein. Insignien bringen direkt hier auch, wie ihr seht, absolute Werte und kombinierte Werte. Und es gibt die Insignien Boni, die je nachdem, was ihr wählt, euch absolute oder relative Werte bringen. Ich habe hier auf dem Heilerbild den Vorrang auf die absoluten Werte gelegt. Und hier vorrangig, wie ihr seht, dominierende oder Insignia Dominanz reingepackt. Dominierende Insignia klingt ein bisschen blöd. Denn die bringen mir Kraft und vor allen Dingen sie bringen mir Wehrhaftigkeit. Und das ist ja, wie ich anfangs erwähnt habe, der eine Wert, der so super wichtig ist. Da seht ihr, ich habe ganz, ganz viel hier nur Dominanz. Ansonsten habe ich versucht, ein bisschen meine offensiven Werte noch weiter zu pushen, dass ich hier den Pakt der Assassinen zweimal drin habe, denn jeder der Pakt der Assassinen senkt meine defensiven Werte um 1000 Punkte, aber erhöht Zielgenauigkeit, kritischen Trefferschaden und kritischen Trefferwert und Kampfvorteil. Wichtig sind mir diese beiden Werte für meinen Damage-Pfad. Ich habe ja noch einen Damage-Pfad. Für den sind die anderen beiden Werte natürlich auch noch zusätzlich geil. Defense bin ich jetzt momentan im Feeling, dass ich nicht so viel davon brauche. Ich komme ganz gut klar. Ich habe immer gute Tanks in meiner Gilde oder in meinem Freundeskreis. Deswegen kann ich da ein wenig drauf verzichten. Das ist aber etwas, wo ihr für euch entscheiden müsst. Könnt ihr auf diese Verteidigungspunkte verzichten oder könnt ihr es nicht? Ich habe es gewählt. Und dann habe ich auch noch die Inspiration der Kriegsherren zweimal gewählt. Zweimal, weil auch hier wieder der Effekt natürlich stackt und mein Gefährte macht dann mehr Schaden, das heißt, weil ich es zweimal habe, macht er 40% mehr Schaden. Als letztes habe ich noch die Wut des Berserkers gewählt. Das ist eigentlich vorrangig nur, um die drei Dominanzplätze hier nutzen zu können. Aber ein bisschen kritischer Trefferwert, ja, ist auch nicht schlecht. Aktionspunkte über 90% ist jetzt nicht so häufig. Im Kampf weicht man doch ein paar Mal aus. Aber mir ging es hier vorrangig um die Dominanz in sie. Zu den Reittieren gehören natürlich auch die Zaumzeuge. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das Schöne ist, die erhöhen ebenfalls unsere prozentualen Werte, also unsere relativen Werte. Und hier gibt es zwei, die ihr auf jeden Fall haben solltet. Die sind teuer, da müsst ihr ein bisschen sparen, das ist mir klar, aber das ist eine Anschaffung, die sich lohnt. Das ist natürlich das stützende, majestätische Zaumzeug, das eure gewirkte Heilung noch einmal erhöht. Und es ist
das wegfahrende oder wegfahrende Stacheln bewährte Zaumzeug, das euren kritischen Trefferschaden erhöht. Da wir hier schon über den Gefährten geredet haben und wir auch schon fleißig über die relativen Werte geredet haben, kommen wir doch zu unseren Gefährten. Welche Gefährten und wie und warum? Auch hier wieder der große Disclaimer: Nutzt, was ihr zur Verfügung habt. Also das, was ich jetzt sage, ist das, was ich zur Verfügung habe. Da ist auch noch Luft, definitiv. Gibt's Besseres, aber man muss ja immer gucken, was man überhaupt zur Verfügung hat. Nicht jeder hat 1 Million Zen zur Verfügung. Bei den Gefährten ist es wichtig, dass ihr euch 10 Gefährten am Anfang aussucht und diese möglichst weit im Rang aufsteigen lasst. Also im Idealfall natürlich auf mystisch, aber versucht, diese 10 auszuwählen und nicht breit zu fächern, sondern euch wirklich zu fokussieren und die zu erhöhen. Denn das erhöht eure Gefährtenstärkung des aktiven Gefährten. Der aktive Gefährte sollte ebenfalls dann möglichst einen hohen Rang haben, denn der bringt euch dann, je nachdem wie hoch eure Gefährtenstärkung ist, Gegenstandsstufe ist Lebenspunkte und Schaden. Außerdem bringt ihr euch dann entsprechend auch noch einen Teil seiner Werte, diese natürlich auch abhängig seiner Gegenstandsstufe, beziehungsweise seines Ranges. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sally austausche gegen Bob, der hat hier, wie ihr seht, deutlich weniger Werte. Der hat nur 18 Gegenstandsstufe, die er mir bringt, und nicht 2700. Und auch seine Werte sind viel, viel niedriger. Er wird also auch selbst im Kampf viel, viel weniger machen können. Also nicht nur, dass ich weniger seiner Werte bekomme, seiner Gegenstandsstufe und seiner Werte, auch seine Aktion im Kampf ist geringer. Und jetzt sagt er natürlich, verständlicherweise, wieso hast du einen aktiven Gefährten drin? Warum hast du keinen Verstärker-Pad drin? Verstärker-Pads sind nicht mehr so wichtig. Ihr könnt natürlich auch Verstärker-Pads nehmen, definitiv. Gibt immer noch tolle Verstärker-Pads, die ihr da nutzen könnt. Sie bringen euch auch mehr Werte. Diese 15 fehlenden Prozente, die ihr entsprechend auf die Werte dann, je nachdem welcher Verstärker ihr nehmt, bringt. Hier zum Beispiel unser Knuddelchen, bringt kritischen Trefferwert, Wahrnehmung und Kraft noch einmal zusätzlich. Das heißt, da könntet ihr, wenn ihr das braucht, könnt ihr damit nochmal Werte pushen, selektiv. Macht das. Wenn ihr sagt, okay, mir fehlt unbedingt Kraft und Crit, nehmt entsprechend einen, oder was auch immer, nehmt ein Verstärker-Pad. Aber wenn ihr in der Lage seid, das auch ohne den Verstärker hinzubekommen, nehmt euch einen offensiven, dann macht ihr nochmal ein bisschen Schaden und ihr habt entsprechend auch noch die Boni, die dieser Gefährte macht. Und da gibt es einige, die echt nützlich sind, die wirklich euch und eurer Gruppe im Kampf helfen können. Je nachdem, welche ihr zur Verfügung habt, schaut, dass sie irgendwie vergiften, dass sie den Schaden senken können, dass sie den Schaden, den andere anrichten, erhöhen können. Da gibt es wirklich eine ganze Menge an Möglichkeiten, je nachdem, welche Gefährten ihr zur Verfügung habt. Oder ihr nehmt dafür wirklich jemanden, der einfach Damage drückt. Der einfach nur für euch Schaden drückt. Ihr macht zwar keinen Schaden, aber euer Gefährte dann. Zum Thema Inspiration des Kriegsherrn. Ja? Mehr Schaden des gerufenen Gefährten. Neben diesem aktiven Gefährten sind da noch die verschiedenen Gefährtenkräfte und die Ausrüstung. Weswegen wir uns auf diese 10 fokussieren sollen, habe ich ja erklärt. Bei den 10 solltet ihr aber nicht einfach irgendwelche nehmen, sondern ihr solltet die nehmen, die ihr hier entsprechend bei den Gefährtenbonis auswählt. Denn je höher der Rang des Gefährten ist, also zum Beispiel der Geist, ne? Sally ist jetzt hier auf mystisch, deswegen hat sie auch eine Kraft mit einer entsprechenden hohen Gegenstandsstufe von 750 und auch unterschiedlichen Boni. Wenn ich das jetzt einen anderen nehmen würde, Bob kann ich jetzt gerade spontan nicht finden, aber abtrünniger Magier bringt zum Beispiel nur Gegenstandsstufe 50, weil er ist nur auf blau. Und dann könnt ihr sehen, hier Schildmaid ist auf weiß offensichtlich, bringt auch der Bonus nur 5 und auch die Werte sind deutlich geringer, 0,03%. Das ist nichts, das kann man komplett ignorieren. Auf mystisch bringen die, je nachdem, dann deutlich, deutlich mehr, 3,8%, oder wenn es nur einen Wert pusht, 7,5%. Da solltet ihr also wirklich euch auf die wenigen fokussieren, diese möglichst hoch pushen und dann erst, wenn das fertig ist, könnt ihr euch ein bisschen streuen, aber nicht am Anfang gleich. Welche ihr auswählt, das hängt davon ab, was ihr entsprechend hier noch an Möglichkeiten oder Nötigkeiten habt, müsste man eher sagen. Denn das ist das Tolle, die Gefährten erhöhen eure relativen Werte. Ihr seht, ich habe hier jetzt alles gewählt, das immer nur Prozente und kombinierte Werte bringt, aber ich kann hier mit meinem Kompi und mit der Tiefenkrähen, mit der jungen Tiefenkrähe, die bringen jeweils auf mystische 7,5% Kraft relativen Wert. Das heißt, hier habe ich schon mal instant 15% anderer Beitrag nur durch meine beiden Gefährten. Und dann könnt ihr natürlich auch noch andere nehmen, je nachdem. Schaut, dass ihr hier das
wählt, was euch noch fehlt. Wie gesagt, Kraft könnt ihr hier sehr gut pushen. Aber das ist einer der wenigen Orte, wo ihr gewirkte Heilung erhöhen könnt. Neben der Möglichkeit eurer Attribute könnt ihr hier über verschiedene, es gibt glaube ich 5 verschiedene Pets, die gewirkte Heilung erhöhen und immer noch einen anderen Wert. Also es erhöht immer 3,8% gewirkte Heilung und dann 3,8% irgendetwas anderes. Und da könnt ihr natürlich schauen, was euch eure Astraldiamant-Tasche erlaubt, dass ihr dann die Werte auch noch nebenbei pusht, die euch fehlen. Hier ist Eisbärenjunges zum Beispiel die Verteidigung. Ich könnte aber auch noch ein anderes wählen, wenn ihr wenn man die Möglichkeit hat. Da könnte man hier zum Beispiel sagen, der Lordwächter, der würde mir Wahrnehmung bringen, auch nochmal einen defensiven Wert. Hier wäre dann die Disziplin des Gedungenen, der würde mir Zielgenauigkeit bringen, würde mir gar nichts bringen, das ist ein Damage-Bonus. Aber da könnt ihr entsprechend so euch nochmal ein bisschen die Werte noch zusätzlich pushen, wenn ihr das möchtet. Was ich hier auch noch gewählt habe, ist, wie ihr seht, kritische Trefferchance, denn auch das ist bei mir natürlich im Fokus. Ich möchte natürlich möglichst gleichmäßig diese Werte steigern, also nicht nur auf kritischen Trefferschaden, aber das könnt ihr natürlich auch machen. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr sagen, ihr verzichtet auf einen Wert da komplett. Das obliegt euch und was ihr entsprechend machen könnt. Hier kritischen Trefferchance und Kraft. Kritischen Trefferchance und Kraft habe ich dann nochmal zweimal reingepackt. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr zu viel ins Gesicht bekommt, steigert hier lieber vielleicht Verteidigung oder Lebenspunkte. Also ihr könnt hier natürlich auch die defensiven Werte, die defensiven relativen Werte steigern, falls ihr es braucht. Na, macht das ruhig, es bringt gar nichts, wenn ihr zwar tolle, hohe offensive Werte habt, aber einfach wie eine Fliege umfallt, wie ein Blatt im Wind hin und her geweht wird von den Gegnern, dann bringt der schönste Wert der Gruppe gar nichts. Ihr müsst überleben und ihr müsst eure Heilung irgendwie vernünftig anbringen können. Und dann ist sie vielleicht lieber ein bisschen geringer, aber sie kommt wenigstens an, weil ihr nicht die Textur des Bodens bewundert. Gleiches gilt bei den Ausrüstungen, bei den Gefährtenausrüstungen. Auch hier könnt ihr natürlich, ich habe hier entsprechend die Werte wieder gepusht, also kritischen Trefferwert fehlte mir hier zum Beispiel noch ein bisschen, habe ich ganz, ganz viel gepusht oder kritischen Trefferschaden. Und mit den Runensteinen ebenfalls die Werte erhöht, die mir noch fehlten, die ich noch erhöht haben wollte. Ihr könnt hier natürlich aber auch defensive Gefährtenausrüstung nehmen oder so eine Mischgefährtenausrüstung, die einen offensiven und einen defensiven Slot hat. Sodass ihr dort an eure Bedürfnisse eure Werte pushen könnt. Last but not least kommen wir zu den Segen. Diese erhöhen ebenfalls unsere relativen, also die Prozentwerte. Nicht sonderlich dolle, muss man sagen, aber hey, haben oder nicht haben. Da habe ich alles in Kraft gepackt, hier auf jeden Fall vorne. Das sind zwar insgesamt nur 4% Kraft, ne? Jeder dieser einzelnen Abschnitte bringt 1% Kraft, aber besser als nichts. Und dann natürlich hier kritischen Trefferschaden und kritischen Trefferwert. Lebenspunkte schaden nie ein bisschen. Verteidigung habe ich auch noch mit reingepackt, aber das war mehr so von wegen, ja, kann man mal machen. Bewegungsgeschwindigkeit ist mal gut, dass man der Gruppe nicht, dass die Gruppe nicht davonläuft, ne? Aber das muss man auch gucken, kann man machen, wenn die Gruppe das aber insgesamt nicht hat. Ist auch blöd, wenn wir davonlaufen. Wichtig allerdings sind die hier oben, die Stufe 5 und die Meistersiegen. Bei den Stufe 5 habe ich natürlich Meisterklasse gewählt. Wehrhaftigkeit, 4% Wehrhaftigkeit. Yay, Wehrhaftigkeit. Und 4% gewirkte Heilung. Was will man mehr? Bei den Meistersiegen gibt es 2 im Endeffekt ja nur, aus denen ihr auswählen könnt. Oder solltet, sagen wir es so. Ihr könnt natürlich aus allen auswählen, aber ihr solltet euch entweder entscheiden für den gesegneten Vorteil oder die gesegnete Abhärtung. Beide gut und beide sind relevant. Also ihr müsst euch einfach ein bisschen für euch und eure Gruppe entscheiden. Der gesegnete Vorteil ist die offensive Variante, die gesegnete Abhärtung die defensive Variante. Hier gibt es fortwährende Heilung und Kraft für das Ziel und hier gibt es entsprechend Verteidigung und die Lebenspunkte, die das Ziel hat. Außerdem wird hier auch nochmal die Wiederaufladezeit ein bisschen gesenkt, das heißt, dass die Damage-Dealer häufiger angreifen können, ein bisschen mehr Schaden machen können. Bei der gesegneten Abhärtung überlebt das Ziel entsprechend ein bisschen länger, kann den nächsten Schlag vielleicht ein bisschen besser aushalten oder mit der Ausdauer entsprechend das Schild wieder schneller hochheben. Da ich das Gefühl habe, dass ich mich mehr auf den Tank konzentrieren muss, da er einfach viel mehr auf die Fresse bekommt und das auch nicht mehr ganz so gut aushält wie vorher, habe ich mich für die Abhärtung entschieden, damit ich ihm entsprechend ein bisschen helfen kann. Der Rest muss natürlich auch geheilt werden, aber der muss auch ein bisschen gucken, wo er bleibt. So, das ist jetzt so meine Meinung, weil wenn der Tank fällt, ja, dann haben die Damage Dealer auch nicht mehr viel zu lachen, muss man leider so sagen. Da kann der Damage Dealer so gut sein, wie er möchte. Meine Meinung, ne? Das müsst ihr für euch entscheiden. Beides ist richtig. Also es gibt da kein Falsch.
hängt von eurer Gruppe auch ein bisschen ab. Bei den Gildensiegen, da hängt es natürlich davon ab, was eure Gilde so parat hat. Geht auf jeden Fall in eine Gilde, allein dafür lohnt es sich, in eine Gilde zu gehen. Denn die sind schon nicht mehr ganz so mächtig, wie sie vorher waren, aber sind immer noch sehr gut. Und dann hängt es davon ab, was eure Gilde entsprechend an Gebäuden hat. Könnt ihr Kraft erhöhen oder nicht? Ich habe jetzt hier zum Beispiel Kraft und Lebenspunkte. Und bei den Unterstützungen, da bin ich immer ein bisschen Unterschied zwischen, wenn ich nur unterwegs bin, dass ich entsprechend schneller reiten kann, schneller von A nach B kommen. In gefährlichen Situationen, in Dungeons oder in Bosskämpfen, ist aber die Wiederbelebungskrankheit fantastisch. Jedes Mal, wenn ihr zu Boden geht und wieder aufgehoben werdet oder euch selbst aufhelft, dann kriegt ihr diesen Wiederbelebungs-Debuff, diesen roten Totenschädel. Und der senkt ja entsprechend eure Werte, vor allen Dingen eure Lebenspunkte. Das ist ja das ganz Gemeine, dass jedes Mal, wenn ihr einmal gefallen seid, das nächste Mal noch wahrscheinlicher ist, weil ihr weniger aushaltet. Und das könnt ihr ein wenig damit kontern, denn da ist der Effekt dieses Debuffs gesenkt. Und wenn ihr wisst, dass es ein Kampf ist, der echt schwer ist, wo es wahrscheinlich ist, dass ihr fallt, dann könnt ihr damit sicherstellen, dass es nicht so häufig wieder passiert, dass sozusagen der zweite und dritte Tod nicht so schnell passiert wie sonst. Gut, jetzt haben wir ganz, ganz viel über unsere Werte geredet, aber jetzt müssen wir doch mal gucken, wie bringen wir denn diese Werte an den Elf oder an den Mensch, an den Ork, an den Zwerg, wenn es sein muss, aber auch nur in Ausnahmefällen. Wir gucken uns unsere Kräfte an. Bei den freien Kräften solltet ihr auf jeden Fall den Segen des Lichts mitnehmen. Denn jedes Mal, wenn ihr diesen auslöst, ist die nächste Heilung um 10% stärker. Und das ist echt wichtig. Ihr müsst es zwar immer wieder machen. Jedes Mal, also ihr macht Segen des Lichts. Dann habt ihr entsprechend diesen Heiligenschein um euch herum. Und wenn ich dann heile, mache ich mehr Heilung. Aber der Segen ist entsprechend weg, der Heiligenschein ist weg und ich muss ihn erneut wirken. Aber dann kann ich ihn wieder nutzen und dann muss ich ihn wieder. Aber das bringt euch halt wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn es nicht totales Chaos ist und ihr einfach nur schnell eure Heilung rausbringen müsst, hilft das echt, die Heilung zu steigern. Bei der anderen freien Kraft ist es eigentlich egal, welche der beiden Offensiven ihr nehmt. Ich würde euch auf jeden Fall zu einer der beiden Offensiven raten. Ich habe auf jeden Fall eine drin, weil meine Armschienen mir Kraft bringen, wenn ich Gegner treffe, aber viel wichtiger ist einfach, wenn ihr Linderung nehmt und euch oder andere damit heilt, das ist nicht schlecht. Diese Heilungsstärke, die ist nicht schlecht, 275. Problem ist allerdings, dass ihr super schnell damit eure Göttlichkeit leer saugt und nicht wieder an Göttlichkeit rankommt. Denn Göttlichkeit regeneriert sich nur, wenn ihr ein paar Momente lang keine Göttlichkeit verbraucht habt. Und jedes Mal, wenn ihr Göttlichkeit verbraucht, wird sozusagen die Regeneration wieder gestoppt. Und dann muss es erst wieder anlaufen, bevor ihr Göttlichkeit regeneriert. Wenn ihr also permanent Linderung wirbt, kriegt ihr nie Göttlichkeit. Bei den Begegnungskräften, da gibt es im Prinzip eine, auf die wir nicht verzichten können. Das ist das göttliche Leuchten. Um diese Fähigkeit kommen wir nicht drum herum. Göttliches Leuchten erhöht unsere Göttlichkeitsregeneration. Und das ist das, weswegen wir es haben. Göttlichkeitsregeneration für 12 Sekunden lang erhöht, ist fantastisch. Jedes Mal, wenn eure Göttlichkeit irgendwie bei 2/3 der Hälfte oder irgendwie sowas oder drunter ist, nutzt das auf jeden Fall, um eure Göttlichkeit wieder hochzukriegen. Außerdem wird auch noch unsere Bedrohung gesenkt. Und das ist auch ganz gut. Heilung hat nämlich den unangenehmen Nebeneffekt, dass sie sehr, sehr viel Aggro aufbaut. Die Feinde Neverwinter scheinen es nicht zu mögen, wenn man seinen Freunden hilft und wenn man sie versucht, am Leben zu halten. Ich kann es nicht verstehen, aber sie haben etwas gegen Heiler. Vorrangig Teufelchen. Die absoluten Höllengeschöpfe schlechthin. Deswegen kann es passieren, gerade wenn der Tank nicht ganz so gut ausgestattet ist, dass er Probleme mit der Bedrohung hat, dass ihr plötzlich die Gegner an der Hacke habt. Göttliches Leuchten hilft euch auch da, die wieder ein bisschen von euch loszukriegen. Ansonsten nehme ich auf jeden Fall das heilende Wort. Ihr und alle nahen Verbündeten im Umkreis von 80 Fuß, das ist eine ganze Menge, werden entsprechend einmal instant geheilt und kriegen dann eine fortwährende Heilung. Das müsst ihr nicht permanent wieder casten. Einerseits hält diese fortwährende Heilung 18 Sekunden lang und es gibt, wie ihr seht, gleich noch eine Möglichkeit, das prinzipiell endlos zu halten. Die andere Heilung, die ich immer dabei habe, ist das Gesundheitsstärken. Reine Zone, viel Heilung. Problem ist, dass je mehr Leute in dieser Zone sind, desto geringer ist die Heilung. 1600 Heilungsstärke klingt fantastisch. Das klingt danach, oh mein Gott, ich kann einen sofort voll heilen. Könnt ihr, ja, wenn es einer ist, der in der Zone steht.
dann könnt ihr den damit hochheilen. Je mehr Leute drinnen stehen, desto mehr wird diese Heilungsstärke aufgeteilt auf die verschiedenen Leute. Und dann ist vorbei. Dann heilt das nicht mehr so viele. Und deswegen müsst ihr damit ein bisschen Zielen üben, dass ihr entweder, wenn ihr wirklich hohe Werte habt, dann könnt ihr das auch in die Gruppe reinmachen. Ansonsten versucht diese Zone immer so zu legen, dass ihr nicht alle drin habt. Dass ihr immer nur so einen oder vielleicht maximal zwei drin habt in der Zone, aber nach Möglichkeit nicht die ganze Gruppe, weil sonst heilt ihr kaum was. Eine andere Begegnungskraft, die auch in gewissen Situationen echt nützlich ist, ist die Fürbitte, so eine Art Notfallknopf. Ihr könnt einmal die Person, die die geringsten Lebenspunkte hat, um 1800 heilen. Der Vorteil davon ist, ihr müsst nicht zielen. Die Person kann auch hinter euch stehen, sie muss nur in einer Reichweite von 100 Fuß sein und dann wird sie geheilt. Das Problem dabei ist, ihr könnt nicht zielen. Das heißt, es kann sein, dass ihr eigentlich gerade den Tank damit heilen wollt, in genau der Sekunde, bekommt aber einen Damage-Dealer, einen von Latzi knallt und zack wird der geheilt, weil das Spiel sagt, hey, der hat weniger Lebenspunkte. Und deswegen kann es sein, dass ihr damit nicht immer das Ziel heilt, was ihr jetzt heilen wollt. Aber wie gesagt, gerade dieses, oh mein Gott, er stirbt, ich weiß aber nicht, wo er ist, ich drücke schnell die Taste und er ist hochgeheilt, ohne ihn sehen zu müssen. Das kann echt ganz nützlich sein. Bei den täglichen Kräften, ich nutze natürlich den geweihten Boden. Eine Zone um mich herum wird entsprechend zu einer Zone der Heilung und auch, dass die Leute weniger Schaden in dieser Zone bekommen. Das ist für bestimmte Bosskämpfe echt super nützlich, dass man dort eine halbwegs sichere Zone hat und wo die Leute einfach auch reingehen können, um sich zu heilen. Ebenfalls, was ich auch sehr schön finde, ist die gesalbte Armee, dass ich und alle im Umkreis von 40 Fuß, das ist nicht so weit, da muss man ein bisschen Gefühl für bekommen, es gibt leider keine Möglichkeit, ich kenne keine, die Zone anzeigen zu lassen. Also in unseren Fähigkeiten kriegen wir immer eine Zone angezeigt, das hier sind 20 Fuß, also ne, diese Reichweite sind 20 Fuß, falls ihr, also steht ja hier, da steht Radius 20 Fuß. Das heißt, die Leute müssen für die gesalbte Armee in einem doppelten Radius stehen wie das hier. Das ist, wie ihr seht, nicht super weit. Ihr habt nicht das ganze Schlachtfeld damit. Aber Leute, die in diesem Radius getroffen werden, die werden entsprechend von einem Buff betroffen, der, wenn sie unter 50% Lebenspunkte fallen, dann werden sie entsprechend geheilt. Das ist ganz gut so als Vorsorge. Der Kampf beginnt, ihr wisst, es kann jetzt sein, dass irgendwie einer auf die Fresse bekommt, aber wir wissen noch nicht wer, dann macht ihr das, dann ist der sozusagen schon einmal geschützt. Außerdem macht meine gesalbte Armee auch noch, dass die Leute, die diesen gesalbten Armee-Buff haben, 3% mehr Schaden anrichten. Und das ist natürlich wirklich ganz schön, weil ich damit den Leuten erst einmal mehr Schaden in Kämpfen bringe und wenn sie dann irgendwie mal so einen Schlag vom Kopf bekommen, werden sie automatisch geheilt, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Also sie haben so eine Heilung frei, dann ist zwar dieser Schadensbuff weg, aber immerhin stehen sie noch. Wie ich dorthin komme, kommen wir, wenn wir zu den Talenten kommen. Bei den Mechaniken muss ich, glaube ich, noch nicht so viel erklären. Ich werde gleich ein bisschen was zum, wie ich heile, zur Rotation erklären. Da werde ich auf die Mechaniken ein bisschen genauer eingehen. Aber wir kommen erstmal zu den Merkmalen. Bei den Merkmalen habe ich mich für geweihte Rüstung entschieden. Ich kriege allgemein weniger Schaden aus allen Quellen. Das ist ganz nett. Und viel wichtiger ist der geweihte Anführer. Ich mache mehr Heilung, wenn Leute sehr dicht an mir dran stehen. 15 Fuß ist echt neben mir stehen. Aber hey, 5% mehr Heilung ist super. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen nehmen, wie zum Beispiel hier, dass ihr mehr Göttlichkeit habt. Könnt ihr natürlich machen. Wenn ihr Probleme damit habt, nehmt mehr Göttlichkeit. Oder wenn ihr wisst, dass ihr keine Probleme mit Göttlichkeit habt und die Ehe immer voll ist, dann könnt ihr auch überquellenden Geist nehmen. Dann macht ihr nämlich 25% mehr Heilung. Aber halt nur einmal und dann müsst ihr wieder eure Göttlichkeit füllen. Aber wenn ihr wisst, dass ihr das eh immer gut hinbekommt, hey, 25% mehr Heilung. Wie geil ist das bitte? Kommen wir zu den Talenten. Beim ersten habe ich mich für den mehrmaligen Segen entschieden. Wenn ich einen Freund mit heilendem Wort getroffen habe, hat er für 18 Sekunden lang entsprechend diese fortwährende Heilung. Habe ich ihn dann nochmal mit irgendeiner anderen Heilung getroffen, zum Beispiel mit Gesundheitsstärken oder mit meiner gesalbten Armee oder was auch immer, dann wird das entsprechend um 6 Sekunden verlängert. Das heißt, wenn er zum Beispiel bei 10 Sekunden runter ist, 8 Sekunden sind vergangen und ich heile ihn nochmal, wird er automatisch wieder auf 16 Sekunden hochgesetzt. Das heißt, damit kann ich prinzipiell diesen heilenden Wortbuff endlos lange verlängern. Zwar kann er nie länger als 18 Sekunden sein, aber ich kann diese 18 Sekunden in die Länge strecken. Die Alternative wäre Linderung. Auf Linderung verzichte ich, weil ich sonst keine Göttlichkeit habe. Ich habe es echt probiert und ich war wirklich leer. Also, das ist
auf die harte Schule in diesem Fall gewesen. Deswegen habe ich das komplett ignoriert. Bei dem zweiten Talent habe ich mich für das Schlachtgebiet entschieden. Das ermöglicht es mir, den Tank oder eine andere Person sehr, sehr schnell immer wieder hochzuheilen. Es gibt gewisse Situationen, wo du ein Ziel sehr, sehr häufig sehr, sehr viel heilen musst. Zum Beispiel im Endkampf von der infernalen Zitadelle gibt es diese Phase, wo meistens der Tank von den Ketten getroffen wird, von dieser Höllenmaschine und dann sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Schaden bekommt. Oder in Lair of the Mad Mage, wenn die Leute von einem Geist gefangen und totgewürgt werden. Das gibt es ja auch bei Tong gibt es das, glaube ich, auch. Und dann ist ein Ziel, was schnell geheilt werden muss, das schnell mehrfach geheilt werden muss. Und da hilft mir das Schlachtgebiet sehr gut, denn ich kann meine Tapkraft immer in 1-Sekunden Abständen machen und ich brauche weniger Göttlichkeit dafür. Beim dritten habe ich gesegnete Ausrüstung. Damit wird göttliches Leuchten noch mächtiger. Nicht nur, dass es mir Göttlichkeitsregeneration bringt, nicht nur, dass ich Bedrohung reduziere, nein, ich habe dann auch noch weniger Schaden, den ich abbekomme. Wie schön ist das denn? Fantastisch. Außerdem ist die Alternative, dass ich mehr Schaden mache. Und dafür bin ich nicht da. Beim vierten habe ich mich für die gesalbten Waffen entschieden. Das modifiziert nämlich unsere gesalbte Armee ein wenig. Der Heilungsbuff wäre eigentlich stärker. Der wäre nämlich, glaube ich, bei 1800 und dieser Schadensbonus wäre nicht mit dabei. Aber durch die gesalbte Waffe wird die Heilung halbiert, die die Leute erfahren, wenn sie unter ihre Hälfte Lebenspunkte fallen. Aber in der Zeit bekommen sie entsprechend 3% mehr Schaden, den sie an Gegner anrichten können. Das finde ich halt wirklich eine schöne Unterstützung in Bosskämpfen gerade. Beim fünften Talent, da müsst ihr für euch entscheiden, was besser ist. Beides ist hier echt gut. Beides hat seine Vorzüge und ihr müsst für euch entscheiden, was für euch besser ist. Ich habe zusammenfließendes Licht entschieden. Das bewirkt, wenn ich Göttlichkeit kanalisiere, meine Tapkraft auflade, dauert es 3 Sekunden und nicht 2,5 Sekunden, also ein Ticken länger. Dafür kriege ich aber, wenn ich das entsprechend so hoch heile, eine kleine Zonenheilung. Das heißt, mein Tank zum Beispiel wird geheilt und nah dran stehende Damage-Dealer werden ebenfalls geheilt. Und das ist jetzt nichts, was häufig passiert, aber es passiert und es ist manchmal ganz schön und ich finde, ich persönlich kann mit der Alternative auch nicht so viel anfangen. Aber das ist trotzdem nicht schlechteste Engel des Lebens. Es gibt Spieler, die den bevorzugen und die haben dann auch für sich völlig recht. Der bringt euch nämlich, dass ihr euch, wenn ihr 4 Sekunden lang die Göttlichkeit kanalisiert, dann werdet ihr entsprechend mit dem Effekt von Engel des Lebens erfüllt und könnt dann 12 Sekunden lang Heilung nutzen, ohne dass ihr Göttlichkeit verbraucht. Das heißt, ihr habt 12 Sekunden, in denen ihr mit Heilung wie bekloppt um euch werfen könnt. Jetzt wird man euch sagen, hey, das ist viel besser als diese kleinen Zonenheilungen. Problem ist, das könnt ihr nur alle 3 Minuten einmal machen. Und die restlichen 3 Minuten oder fast 3 Minuten müsst ihr dann gucken, wie ihr mit der Göttlichkeit wieder auskommt. Dann ist natürlich so ein... Das ist so das Problem, was ich da nämlich habe. Ich gehöre zu der Klasse von Spielern, die ihre Heiltränke aufheben in RPGs. Auch wenn ich schon fast tot bin, nutze ich sie nicht, weil es könnte dann nachher noch ein Gegner kommen, der noch stärker ist und dann brauche ich die Heiltränke. Und dann bin ich am Ende, habe das Spiel durchgespielt und mein ganzes Inventar ist voll mit Heiltränken, weil ich nie einen verwendet habe. Und genauso wäre das mit Engel des Lichts bei mir. Es gibt eine Situation, wo ich sage, oh, jetzt brauche ich Göttlichkeit, jetzt müsste ich das nutzen, aber was ist, wenn ich das jetzt nutze? Dann habe ich 3 Minuten, in denen ich das nicht nutzen kann. Wenn dann aber noch eine wichtigere Situation kommt, dann habe ich das nicht und dann nutze ich es nicht. Versteht ihr? Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Das ist eine psychologische Sache bei mir. Aber vielleicht seid ihr anders gepolt und dann ist das super für euch. Kommen wir zu der Rotation. Wie heile ich jetzt? Ganz wichtig ist natürlich, dass ich mir ein Ziel, meistens den Tank, aussuche, den ich mit dem Mal der Göttlichkeit belege. Mal der Göttlichkeit ist hier unsere Tapkraft und das seht ihr entsprechend einmal in eurer Übersicht der Gruppe. Werden hier diese goldenen Flügel markiert und ihr seht das auch über dem Kopf des Spielers. Wenn ich in einer Gruppe wäre, würdet ihr das über dem Kopf des Spielers sehen. Also ihr habt damit auch mal so einen Marker. Wo ist denn eigentlich gerade unser Tank? Dieses Mal der Göttlichkeit hat 2 Effekte. Zum einen kriegt das Ziel mehr Heilung. Das heißt, diese Person kriegt 5% mehr Lebenspunkte wiederhergestellt. Das ist gerade bei Tanks teilweise echt nützlich. Und das andere ist, wenn ich dann anfange, nämlich
Tab zu halten, kann ich meine Göttlichkeit kanalisieren. Und wenn ich dann loslasse, oder wenn der Balken komplett voll läuft, das sind jetzt bei mir ja 3 Sekunden, wird es automatisch ausgelöst, heile ich das Ziel. Und zwar heile ich es um 1700 Heilungsstärke. Zum Vergleich, mein Notfall-Panik-Button für bitte macht 1800. Das ist richtig viel. Das kann einen Tank mit glücklichen Würfen ohne Probleme komplett voll heilen. Das kostet natürlich auch Göttlichkeit und hat eine Reichweite. Ich kann das nicht quer übers Feld machen. Das Schöne ist aber, ich muss das auch nicht sehen, das Ziel. Das ist wie mein Panikbutton. Es kann, ne, das Ziel kann irgendwo hinter mir stehen, im Radius von 120 Fuß. Aber ich kann es markiert. Das heißt, es wird auf jeden Fall dieser Spieler geheilt. Diese 1700 Heilungsstärke sind aber auch nur dann so hoch, wenn ich voll auflade. Also wenn ich diese 3 Sekunden warte und der Balken komplett voll ist, dann heile ich um 1700 Heilungsstärke. Je weniger ich entsprechend auflade, desto weniger heile ich, aber desto weniger Göttlichkeit muss ich auch bezahlen. Das ist also auch ganz gut. Das Schöne ist, ihr könnt das aber auch nutzen, wenn ihr gar keine Göttlichkeit mehr habt. Dann könnt ihr trotzdem damit immer noch heilen, dann heilt ihr nur weniger. 3 Sekunden sind echt eine lange Zeit in Kämpfen und da kommt jetzt unser Schlachtgebet uns zu Hilfe. Denn, ne, normalerweise müsste ich sagen, oh Gott, ich muss nicht 3 Sekunden warten, das ist ja schrecklich, oh mein Gott, der ist fast tot, oh kacke, er ist tot, jetzt kommt die Heilung nicht durch. Was ich jetzt aber machen kann, ist, wenn ich irgendeine Heilung wirke, irgendeine Begegnungskraft mit Heilung, dann seht ihr, dass mein Tab-Symbol lustig leuchtet. Damit habe ich nämlich Schlachtgebet und jetzt geht der Balken viel, viel schneller hoch. Und nicht nur das, ich kann ihn gedrückt halten. Ich kann jetzt endlos lange aufgeladen haben. Und damit kann ich entweder in schnellen Situationen ihn ganz oft heilen. Ich kann hier wirklich im Sekundentakt sozusagen ihm eine Heilung reindrücken, wenn ich das möchte, solange mir die Göttlichkeit nicht komplett leer läuft. Aber auch da hilft wieder das Schlachtgebet. Denn unser Schlachtgebet senkt ja die Göttlichkeitskosten um 50 Punkte. Das heißt, das kostet voll aufgeladen nicht mehr 120, sondern 170 Göttlichkeitspunkte. Außerdem kann ich damit in gewissen Situationen eine Heilung vorhalten. Ich weiß, sie wird kommen, der Schaden. Es wird nötig werden. Gleich wird's kommen. Gleich. Ach, wann kommt es denn? Echt, jetzt hatte ich sie gerade nicht parat. Das kann ja mal sein. Und das ist jetzt nicht nötig, weil ich kann jetzt einfach sagen, okay, gut, ich habe meine Heilung parat. Jetzt warte ich. Und ich warte. Und jetzt kommt der Schaden und ich löse aus. Ich kann damit wirklich gezielt heilen. Fantastisch. Alles das sind aber halt Einzelheilungen. Für Gruppenheilungen ist dies Gesundheitsstärken möglichst gut gezielt, dass ihr die Leute im Kreis habt, die ihr wirklich heilen wollt, alle anderen außerhalb dieses Kreises, damit die Heilungsstärke nicht so stark reduziert wird. Oder immer mal wieder gerne im Kampf zwischendurch, wenn ihr das seht, dass dieser Buff hier oben, heilendes Wort, nicht mehr angezeigt wird, dann einfach erneuern, damit sie im Zweifelsfall sich damit heilen können. Ihr könnt nicht immer ein Auge auf sie haben, aber damit könnt ihr euch sozusagen ein bisschen Luft verschaffen. Und auch ihnen ein bisschen Luft verschaffen. Wann immer es möglich ist in Bosskämpfen, löse ich entsprechend meine gesalbte Armee aus. Damit seht ihr diese 3 Leuchtkugeln, die um mich herumfliegen. Das ist die Markierung, dass ich hier meine gesalbte Armee drauf habe. Und es hält jetzt zwar nicht ewig, aber es ist in Bosskämpfen sind das manchmal wirklich Sekunden, die zwischen Leben und Tod entscheiden. Und 3% mehr Schaden ist nicht schlecht. Und ansonsten heile ich wirklich vorrangig. Also ich greife normal an, aber einfach nur, um meine Kraft aufrechtzuerhalten. Und damit ich irgendwas zu tun habe, damit ich mich nicht total nutzlos fühle. Und dann, wann immer ich kann, heile ich. Wenn ich sehe, meine Göttlichkeit fällt auf 2/3. Also ich mache es meistens so bei 2/3. Oder bei der Hälfte der Göttlichkeit kommt mein göttliches Leuchten. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier einfach mal ganz schnell meine Göttlichkeit ein bisschen runterprügle, dann kann ich das göttliche Leuchten jetzt gerade nicht anwenden, weil sie gerade schon wieder entsprechend hochlädt. Aber ihr seht, wie schnell meine Göttlichkeit sich wieder auflädt, wenn ich gerade mal ein bisschen mich raushalte und nichts tue. Ich kann natürlich auch weiter fleißig angreifen, meine Göttlichkeit derweil regenerieren, aber ich sollte nach Möglichkeit nutzen. Also, die Göttlichkeitsregeneration ist jetzt auch nicht so, oh mein Gott, ich bin instant wieder voll. Das dürft ihr nicht, ihr werdet Probleme mit Göttlichkeit haben. Das ist etwas, was ihr lernen müsst, um mit eurer Göttlichkeit hauszuhalten. Aber jeder Göttlichkeitspunkt zählt. Das kann ich euch versprechen. Es gibt Kämpfe, da zählt jeder Göttlichkeitspunkt. Und auch wenn das beim göttlichen Leuchten nicht viel erscheint, ihr werdet
froh darüber sein, dass ihr diesen einen kleinen zusätzlichen Göttlichkeitstick habt. Last but not least gibt es ganz am Ende noch eine kleine Sache, die ich euch noch ans Herz legen möchte, und das ist Buff-Food. Buff-Food war immer vorher so, ja, nur in den absoluten Notfallsituationen nutzte man das oder wenn man total übergelaufen ist. Jetzt sind sie ein bisschen relevanter geworden. Das finde ich ganz cool und ich hoffe, dass sie in dem Handwerk dem auch ein wenig Tribut zollen, indem sie eine Möglichkeit geben, ein bisschen mehr Buff-Food zu produzieren. Das meiste Buff-Food, die meisten Tränke, die man jetzt in der Alchemie herstellen kann, die erhöhen eure absoluten Werte. Das sind zum Beispiel solche Sachen wie der Trank der Zielgenauigkeit, der meine Zielgenauigkeit um 3000 Punkte erhöht. Das kann richtig gut sein, wenn ihr wisst, in dem Kampf, mir fehlt jetzt noch der oder der Wert, absoluter Wert, dann könnt ihr das nutzen. Das Schöne an den meisten Tränken, die so im Handel erhältlich sind für relativ kleines Geld, die bleiben auch nach dem Tod bestehen. Also ihr fallt und habt den Buff dann weiterhin noch. Und das ist in der Hinsicht ganz gut. Das muss man immer bedenken, die muss man nicht so häufig erneuern. Was allerdings noch fehlt in der Herstellung, sind die Sachen, die die relativen Werte erhöhen. Die gibt es. In verschiedenen Events kann man die bekommen. Zum Beispiel die Kürbissuppe, die unseren kritischen Treffer Chance und unseren kritischen Treffer Schaden entsprechend erhöht. Und zwar um den relativen Wert. Problem hierbei ist, wenn ich sterbe, dann ist der Buff weg und ich muss erneut essen. Also das ist der große Unterschied zwischen diesen, ne, die sind hier in der Hinsicht einfach wirklich besser. Sehr beliebt momentan ist auch das Wassermelon-Sorbet aus dem Sommer-Event. Dieses ist sehr, sehr beliebt. Natürlich bei Damage-Dealern 10% mehr Kraft und Zielgenauigkeit. Aber auch für Heiler mag das ganz nützlich sein. Denn wie ihr seht, fehlen mir noch 10% Kraft. Und die würde ich hiermit bekommen. Aber auch hier, wenn ich falle, ist es weg. Und das ist ziemlich teuer, da wir es momentan halt nur aus dem Sommer-Event bekommen können. Und nicht vergessen, immer auch den Anrufungssegen nutzen, wenn ihr könnt. Denn damit wird entsprechend der Segen eures Gottes gewährt für 15 Minuten lang. Das ist ganz schön. Hier zum Beispiel habe ich jetzt gerade noch laufen. Segen der Gerechtigkeit, kritischen Trefferschaden und Crit-Vermeidung. Und wenn ich das jetzt nochmal auswähle, dann wird der ausgetauscht. Denn es ist immer zufällig, was man bekommt von irgendeinem Gott. Jetzt würde ich zum Beispiel Kraft und Verteidigung bekommen. Das heißt, ihr könnt damit auch, wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, ich muss jetzt unbedingt genau diesen Wert haben, dann könnt ihr einfach so ein bisschen durchswitchen, bis ihr genau den Wert habt, den ihr braucht. Wichtig hierbei ist, es erhöht, wie ihr vielleicht gesehen habt, immer den absoluten Wert. Wir können mal ganz gucken. Hör mal auf, hier zu switchen. Gabe der Wahrnehmung, Zielgenauigkeit. Meine Zielgenauigkeit ist auf 39.249. Ich mache das und sie sinkt entsprechend hier um fast 2000 Punkte. Ja. Das sind so die wichtigen Dinge. Falls ihr noch Fragen habt, das Video ging ein bisschen länger, es tut mir leid, aber es sind halt auch viele Sachen, die man so erklären kann und muss vielleicht auch. Falls ihr noch Fragen habt, falls ihr der Meinung seid, Kata, das hast du nicht gut erklärt oder das musst du mir nochmal anders erklären oder, Kata, ich habe eine andere Meinung dazu, ist das völlig in Ordnung und schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich kann vielleicht noch was lernen und andere können von euren Ideen auch profitieren. Schaut doch gerne in die Videobeschreibung, wie gesagt, da ist diese Übersicht von Rainer, der sich unfassbar viel Mühe gemacht hat, diese geile Übersicht zu erstellen. Da findet ihr so viele Informationen und ihr müsst dann nämlich nicht irgendwie alles selbst irgendwie kaufen oder selbst zusammensuchen. Ihr habt eine Seite, wo alle Informationen sind. Der hat auch ein Tabbild da, wo ihr selbst euch den Charakter zusammenbauen könnt, ohne dass ihr die Gegenstände haben müsst. Könnt ihr gucken, was passiert, wenn ich die und die Verzauberung austausche oder den und den die und die Waffe austausche oder irgendwie sowas, dann seht ihr sofort, wie die Werte sich verändern, ohne dass ihr sie wirklich kaufen müsst. Auch super geil. Er hat ganz, ganz viele tolle Sachen da. Kudos an Rainer. Wirklich. Meine Güte. Weiß nicht, was der Typ beruflich macht. Ich hoffe, er kriegt Geld dafür von Cryptic. So. So viel dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeit für Wunder. Yay, Gras. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!